صلي على نبينا، صلي على محمد. درس حديث، فورتراغ aus den Überlieferungen des heiligen Propheten صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهلا. Hazrat Aisha رضي الله تعالى عنها berichtete, dass mit dem Beginn der letzten 10 Tage des Ramazan pflegte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Gürtel enger zu schnallen, das heißt hart zu arbeiten, die ganze Nacht zu beten und seine Familie für das Gebet wach zu halten. Liebe Zuhörer, in diesem Hadith hat die Ehefrau von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha r.a. erwähnt, dass mit dem Beginn der letzten 10 Tage des Ramadan der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Gürtel enger schnallte. Das heißt, dass er sallallahu alaihi wasallam bereit war, in diesem Monat Ramadan mehr Anstrengungen als gewöhnlich auf sich zu nehmen. Auch sonst verrichtete natürlich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr aufmerksam das freiwillige Gebet in der Nacht, aber mit dem Beginn der letzten 10 Tage schenkte er sallallahu alaihi wasallam den spirituellen Anstrengungen noch mehr Aufmerksamkeit und machte die Nacht mit Gebeten lebendig und weckte auch dabei seine Familie auf. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Monat Ramadan in einem Hadith jeweils in 10 Tagen aufgeteilt und die Wichtigkeit und Auszeichnung der jeweiligen 10 Tage aufgezeigt. Er sallallahu alaihi wasallam sagte: Dies ist ein Monat, dessen Beginn die Offenbarung der Barmherzigkeit ist und dessen Mitte die Zeit der Vergebung ist und das Ende davon ist die Zeit, um die perfekte Belohnung zu erhalten, also die Befreiung vom Feuer. Im Heiligen Koran hat Allah uns ein Gebet gelehrt, das auch die Bitte um Befreiung vom Feuer enthält. In der Sure 2, Vers 202 heißt es: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Unser Herr, beschere uns Gutes in dieser Welt und Gutes in der künftigen und bewahre uns vor der Pein des Feuers. Huzur, möge Allah sein Helfer sein, hat uns die Bedeutung der Befreiung vom Feuer und der damit verbundenen Pein in folgenden Worten erklärt. Rasul sagt, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in den letzten 10 Tagen rettet uns Allah vor der Hölle, akzeptiert Gebete. Deshalb sollten wir auch beten, dass Allah, der Allmächtige, uns aus der Hölle der weltlichen Begierden und Begehrlichkeiten dieser Welt rettet, unsere Gebete akzeptiert und unsere Reue akzeptierend uns auf seinen Weg seiner Zufriedenheit führt. Die letzten 10 Tage von diesem gesegneten Monat Ramadan haben nun begonnen und anhand des Verhaltens des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in dieser Zeit können wir erkennen, dass diese Tage besonders und voller Segen sind. Es ist eine Zeit, in der wir unsere Kräfte erneut sammeln und mit Entschlossenheit darauf hinarbeiten können, in den verbleibenden 10 Tagen alle Segnungen zu erlangen. Nun ist es an der Zeit, eine Bilanz der letzten 20 Tage zu ziehen. Welchen Zielen sind wir näher gekommen? Welche Ziele konnten wir noch nicht erreichen? Wie sehr habe ich meine Gebete intensiviert? Wie oft habe ich das Tahajjud-Gebet verpasst? Wie sehr habe ich mich beim Erfüllen der Rechte Allahs gesteigert? Es ist wichtig, eine ehrliche Selbstreflexion vorzunehmen und sich für die letzten 10 Tage zu motivieren. Nutzen Sie diese Zeit, um das Beste aus sich herauszuholen, damit das bevorstehende Eid-Fest ein Fest der wahren Freude und des Erfolges wird. Möge Allah uns dazu die Kraft geben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.